Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen, lieber Zuseher. Ich freue mich, heute wieder ein Gespräch mit Thomas Ritter zu haben. Ich weiß, er hat in meiner Community eine große Fangemeinde und ich freue mich auf das nächste. Ja, ist ein Gesprächsvortrag, so wie immer. Und das heutige Thema sind die Kornkreise. Lieber Thomas, ich freue mich. Hallo Michelle, danke für die Einladung und die Möglichkeit hier, das Wissen zu teilen. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank und einen ganz lieben Gruß an alle, die uns hier zuschauen, denn ohne euch würde das Ganze ja nicht funktionieren. Ja, die Genau. Kornkreise, die Kornkreise. Das ist ja so ein Thema, was ja eigentlich uns schon geraume Zeit beschäftigt. Ich würde sagen, so als, in größerem Bekanntheitskreis, dass ich, sagen wir mal, die Leute, die spirituell oder grenzwissenschaftlich interessiert sind, so in größerem Maß sich damit auseinandersetzen, seit den 70er Jahren, 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Was sind Kornkreise jetzt eigentlich? Der Begriff greift aus meiner Sicht, zumindest für die modernen Phänomene dort, etwas zu kurz. Weil Kornkreis, man simuliert ja oder suggeriert, man hat da irgendwo einen Kreis im Korn und ja, da ist irgendwie entstanden und vielleicht hat ihn da einer reingetrampelt oder hat da irgendwelche Werkzeuge genutzt oder es waren vielleicht die Außerirdischen oder die Elfen oder die Feen, was auch immer. Aber Kreis ist es ja in den seltensten Fällen. Es gibt so einige Sachen, die sind meistens menschgemacht, aber es gibt viel kompliziertere Strukturen, teilweise sehr komplizierte Strukturen, sehr große Strukturen. Deswegen spreche ich hier im Folgenden weniger von Kornkreisen, sondern eher von Piktogrammen, also von Abbildungen im Getreide. Und da sind wir schon dabei. Also es sind bildliche Darstellungen, die während der Vegetationsperiode erscheinen. Das heißt also irgendwo zwischen April und August, April, wenn die Felder entsprechend dann sozusagen antreiben. Die ersten Saaten, wie zum Beispiel Raps, schon etwas größer sind, dann finden sich dort in diesen Feldern solche Piktogramme und die letzten natürlich dann im August, bevor die Felder endgültig abgeerntet werden. Also es ist nur ein zeitweises Phänomen, was in der Vegetationsperiode sich jedes Jahr abspielt. Es hat seine Schwerpunkte, unter anderem Südengland, dort die Counties, also die Grafschaften Wiltshire, Hampshire, Somerset und Berkshire. Die vier, kann man sagen, sind sozusagen das Zentrum des modernen Kornkreisphänomens oder dieser modernen Piktogramme. Es gibt aber auch Meldungen aus Frankreich, aus Russland, aus Spanien, teilweise sogar aus Asien. Und der Begriff Kornkreis impliziert ja, dass das eigentlich immer im Getreide ist. Muss es nicht hundertprozentig sein? Also in europäischem Getreide selbstverständlich, aber natürlich auch mal an Reis, wenn wir von Meldungen aus Indien oder aus Indonesien berücksichtigen. Teilweise sogar Zuckerrohr, was schon beachtlich ist, wenn man die Stärke des Zuckerrohrs sieht. Und Mais natürlich, wenn so diese ganze Geschichte mit dem Mais interessiert, ist natürlich beachtlich, wenn man da Pflanzen hat, die nicht gebrochen sind, sondern die halt auf eine merkwürdige Form oder Art und Weise verändert sind, dass sie also liegen, trotzdem aber weiter wachsen und reifen. Wer sich so ein bisschen mit dem Thema mal vielleicht, ja, so ein bisschen romanhaft, actionmäßig damit beschäftigen will, es gibt einen Film, der heißt Signs, mit Mel Gibson, der war auch der Produzent, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat, ist aber, kleine Warnung an alle, ist Hollywood. Ja, also nehmt es nicht ernst. Schaut es einfach an als eine Möglichkeit. Ist natürlich, am Ende sind wieder die bösen Außerirdischen, die bekämpft werden müssen. Also ist ein sehr amerikanisches Motiv. Ja, der Farmer, der also sein eigenes Land verteidigen muss, na, wie das eben so ist. Und die bösen Außerirdischen, die da eben ihre Experimente oder was auch immer da machen wollen, aber die eben diese Zeichen hinterlassen. Das ist eine der Erklärungen. Ja, das ist eine fremde Intelligenz und die versucht sich da mehr oder weniger verständlich zu machen. Gut, kann man so hinnehmen. Ja. Gehen wir nochmal näher später darauf ein. Aber dieses Phänomen ist, das will ich vielleicht vorausschicken, kein modernes Phänomen. Es ist nichts, was im 20. oder 21. Jahrhundert entstanden ist, sondern Berichte über diese Veränderungen im Getreide, über diese Bilder, über diese Piktogramme, die gibt es eigentlich, solange Menschen sesshaft waren, solange sie eben Getreide angebaut haben. Und ist über die Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg, gab es natürlich auch immer wieder andere Erklärungen dafür. Und weil ich gesagt hatte, es sind nicht nur Getreidebilder, nein, es gibt auch Bilder im Sand.
also in Australien zum Beispiel, gab es solche Phänomene in Mexiko, in den Vereinigten Staaten, dass sich da irgendwelche Formationen, irgendwelche Bilder eben nicht nur im Getreide, sondern halt eben auch im Sand manifestieren können. Wie gesagt, ob menschgemacht, ob von einer wie auch immer gearteten Intelligenz geschaffen, darüber kann man streiten. Aber wir bleiben erstmal bei den Abbildungen im Getreide, weil das ist die Masse. Wir können sagen, in den Bereichen in Südengland, die ich vorhin erwähnt hatte, in diesen vier Counties, erscheinen pro Jahr so zwischen 30 und 70 solcher Formationen. Jedes Jahr andere. Man hat so eine richtige Evolution, wer sich für dieses Thema interessiert. Wir packen auch ein paar Links zu Beschreibungen, zu Webseiten hier mit unten in die Videobeschreibung rein. Da gibt es eine wunderschöne Webseite, eine englischsprachige, die nennt sich Temporary Temples, also die zeitlich begrenzten Tempel oder zeitlich begrenzten Heiligtümer. Macht ein guter Bekannter von uns, der fotografiert seit 2000 dieses Phänomen und hat da eine wunderschöne Sammlung. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Und wenn man sich selber mit dem Thema beschäftigen will, da gibt es auch eine weitere Seite. Ich denke, etliche, die hier uns zuschauen, kennen die. Das ist der Crop Circle Connector. Das ist eine ebenfalls englischsprachige Website. Da werden die jeweiligen Phänomene, die jeweiligen Sichtungen der Saison, also nach Jahren geordnet, gemeldet und dokumentiert. Ist immer interessant, wenn man selbst mal vor Ort ist, wenn man halt in England oder einem anderen Land ist, wo eben solche Phänomene auftreten und man sagt, ich will mir das mal selber anschauen. Da sind Beschreibungen drin, das Erstentdeckungsdatum. Es gibt Hinweise, ob der jeweilige Bauer, der Farmer, was dagegen hat, ob man auf sein Feld geht. Liebe Leute, wenn ihr da ernsthafte Forschungen betreibt oder euch das einfach nur anschauen wollt und wenn dort steht, dass der Farmer das nicht mag und dass da no trespassing ist, dann bitte haltet euch dran. Das gibt Ärger, weil das Waffengesetz, vor allen Dingen auch im Vereinigten Königreich, ist etwas lockerer, als wir das aus Deutschland kennen und die Jungs können auch mal eine Schrotflinte dabei haben. Also von der Seite her einfach nur sich dran halten. Es gibt genügend Felder, die zugänglich sind, wo dann meinetwegen auch die Kasse des Vertrauens steht. Da steckt man seine 2 oder 5 Pfund rein und dann ist alles in Butter. Aber wie gesagt, die Wünsche der Bauern sind zu respektieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Die meisten finden das recht nervig. Kann ich natürlich verstehen, weil wenn ich dort Bauer wäre und ein Teil meiner Ernte geht mir verloren und dann kommen noch irgendwelche Dullis angetrabt und laufen auch durch meine Felder, würde ich wahrscheinlich auch so nicht so toll finden. Ne? Das ist einfach, es gibt so eine Crop Circle Etikette, daran sollte man sich halten. Auch wenn da steht, man sollte keine eigenen Drohnen einsetzen oder solche Sachen, bitte macht es einfach. Ne? Weil die Kollegen von der Polizei, der Gendarmerie, die Bobbys auch in England, die gucken genau hin. Und man erspart sich sehr viel Ärger, wenn man sich an die entsprechenden Spielregeln hält. Ja? Wir selber hatten dort in der Hinsicht noch kein Problem, aber wir haben uns auch immer an die Spielregeln gehalten. Ansonsten, wie gesagt, Crop Circle Connector immer gut geeignet, weil das sind auch die Beschreibungen mit GPS-Daten, wo man eben dann die jeweilige Formation findet. Die Formationen können unglaublich variieren. Also wirklich von einfachen Kreisen oder Spiralen, die halt in das Getreide gezeichnet sind, bis hin zu hochkomplexen Formationen mit verschiedenen Aussagen, teilweise symbolischer Natur. Das sind also alte Symbole, die uns seit der Steinzeit eigentlich begleiten. Es sind teilweise Fraktale dargestellt. Es sind geometrische Formationen. Die größte dieser Formationen, die ich mal gesehen habe, war in den 2000ern, das war eine Formation, die war 640 Meter lang, so lang wie das gesamte Feld und an der breitesten Stelle etwa 200 Meter breit. Und wenn man in dieser Formation gestanden hat, hat man immer nur einen Teil, also so maximal ja, ein Zehntel oder ein Fünftel des Ganzen übersehen, aber niemals die gesamte Formation. Und selbst aus der Luft, selbst aus dem Hubschrauber, wir sind damals immer noch, bevor die Drohnen aufkamen, haben wir da mal Hubschrauberrundflüge gemacht, haben uns das mal angeschaut und haben von oben fotografiert. Selbst da kriegte man nur mit Weitwinkel, also 200, 300 Meter Höhe, dann die gesamte Formation drauf. Also es gibt wirklich große Formationen. Im Schnitt sind sie so mehrere Dutzend Meter bis mehrere hundert Meter im Durchmesser. Und das Bemerkenswerte ist, sie entstehen außergewöhnlich schnell.
Dass nachts etwas passiert, ja gut, das könnte man noch gelten lassen und sagt, okay, ja, hat halt niemand bemerkt, ja, die meisten Leute sind halt zu Hause und selbst die Kornkreisjäger, also die Leute, die da wirklich eine ganze Saison verbringen, um halt zu sagen, das Entstehen eines Kornkreises mal vor die Linse oder vor die Kamera zu kriegen, selbst die können ja Rauch nicht überall haben. Und bemerkenswert ist aber, dass diese Formationen halt nicht nur nachts entstehen, sondern eben auch tagsüber. Und selber habe ich mit Gästen schon zweimal erlebt, dass solche Formationen am Tage entstanden sind, in relativ belebten oder auch beobachteten Gegenden. Zum einen auf dem sogenannten Eastfield von Alton Barnes. Alton Barnes ist ein kleiner Weiler in Wiltshire. Und dieses Eastfield ist bekannt, dass dort öfters mal solche Formationen in den vergangenen Jahrzehnten entstanden sind. Muss nicht jedes Jahr passieren. Es gibt etliche Jahre, da passiert da gar nichts und dann ist mal wieder eine Formation da. Und das war 2006, als ich mit Gästen, wir bieten halt auch Reisen in dem Zusammenhang dort an, sind also in der Saison unterwegs. Da geht es aber nicht nur um die Kornkreise, sondern wir sind auf den Spuren von König Artus und besuchen Tintagel und natürlich ja, das spirituelle Zentrum in Südengland, Glastonbury, sind wir natürlich auch mit dabei. Und etliche andere Orte, aber die Kornkreise haben dann natürlich ihren Platz auf dieser Reise. Und ich war da mit Gästen unterwegs, wir waren in Stonehenge gewesen, sind hinübergefahren nach Avebury zu diesen großen Steinsetzungen. Und da kommt man natürlich an diesem Eastfield vorbei, das ist halt die ideale Strecke. Und wir sind so um 11 Uhr morgens da vorbeigefahren, da war nichts. Also das Feld war komplett jungfräulich. Wir haben uns dann Avebury angeschaut, etwa anderthalb Stunden später kommen wir zurück und mitten in diesem Eastfield befindet sich eine Formation, und zwar eine relativ komplizierte. Die stellte einen Stern in einem Stern dar und war mit einem Durchmesser von rund 180 Metern doch schon ganz beachtlich. Und die war am hellerlichten Tag dort erschienen. Wir haben dann mit Leuten gesprochen, die dort in der Zeit unterwegs gewesen sind. Man kann da auch schön wandern. Und es gibt natürlich auch solche Crop Circle Jäger, die da waren und die waren völlig aus dem Häuschen, dass wir etwas gesehen hatten, was ihnen offensichtlich durch die Lappen gegangen war. Und niemand, langer Rede, kurzer Sinn, konnte irgendwo erklären oder bestätigen, wie das Ganze in diesen anderthalb Stunden passiert war. Die zweite solche Aktion war 2016. Da waren wir unterwegs und meine Frau, die interessiert sich ja auch sehr, sehr für dieses Phänomen, ist dann immer sozusagen unser Scout. Während ich das Fahrzeug lenke, schaut sie immer, ob da irgendwo was in diesen Feldern zu sehen ist. Und wir waren da an dem Tag unterwegs Richtung Tintagel, also schon eine etwas größere Entfernung, weil wir haben unser Standquartier in Salisbury Stonehenge. Das ist also 5 Fahrminuten von Stonehenge, von diesen berühmten Steinsetzungen entfernt. Ein schönes Hotel, aber von dort aus machen wir dann immer so sternförmig unsere Ausflüge. Der nach Tintagel und Bocas ins Hexenmuseum, gehört zu den etwas längeren. Wir waren also den ganzen Tag unterwegs. Früh, als wir losgefahren sind, so 8.30 Uhr, war alles in Ordnung, also kein Kornkreis weit und breit. Abends gegen 20 Uhr ist das Schöne, man kennt ja dieses Phänomen der weißen Nächte, ne? Also ganz so toll wie in Skandinavien oder Russland ist es da halt nicht, aber die Abende, die Sommerabende in Südengland sind schon sehr, sehr lang. Und wir kamen so gegen 20 Uhr zurück und es war immer noch wunderschöner Sonnenschein. Die stand zwar schon tief im Westen, aber es war immer noch heller, hellerlichter Tag. Und da haben wir in Sichtweite von Stonehenge an diesem Motorway, also nicht Autobahn, aber dieser Fernverkehrsstraße, auf der rechten Seite, in Sichtweite von Stonehenge, befand sich mitten im Feld eine weitere Formation, die da irgendwann tagsüber entstanden war. Und wir haben natürlich dann beim Crop Circle Connector nachgeschaut und wollten schauen, ob die gemeldet ist, wann und wie. Die war noch gar nicht drin. Also die muss irgendwie ganz frisch entstanden sein und das sozusagen unter den Augen der Besucher von Stonehenge. Am hellerlichten Tag, neben einer vielbefahrenen Landstraße, ist dieses Phänomen vonstatten gegangen, ohne dass es jemand bemerkt hat. Erst an dem Abend, das war dann weit nach 22 Uhr, da waren wir schon mit dem Abendessen fertig und auf dem Zimmer, dann gab es im Crop Circle Connector die Meldung. Da waren auch ein paar Kollegen offensichtlich mit der Drohne da gewesen, wunderschöne Bilder gemacht. Wir waren dann die Zweiten sozusagen am nächsten Morgen, die sich das Ganze aus der Nähe angeschaut haben. Auch eine ganz interessante Formation, ein Fraktal, sehr detailliert gestaltet. Ein Durchmesser ungefähr 150, 140, 150 Meter wird es gewesen sein. Und eben komplett unberührt. Ja.
Dort war der Farmer dann auch recht zugänglich, der hat das alles dann machen lassen. Also es gibt einige Leute dort in Wiltshire vor allen Dingen, die sich selber auch damit beschäftigen. Die sind dann sehr offen und freuen sich natürlich über Anregungen und Gespräche. Andere, wie gesagt, die möchten halt ihre Besitzung nicht betreten haben. Und wie ich es gesagt habe, das sollte man respektieren. Das eine Besondere an diesem Phänomen ist die Plötzlichkeit des Entstehens. Meines Wissens gibt es ein einziges Video. Das stammt aus den 80er Jahren. Bei YouTube müsste es irgendwo, wenn man da Crop Circle und so weiter eingibt, müsste es verfügbar sein. Und zwar zeigt das die Entstehung einer Formation, einer kreisförmigen Formation, bei Nacht innerhalb von 30 Sekunden. Also so lange dauert das Video. Und das Bemerkenswerte ist, man sieht über diesem nächtlichen Feld, da hat also offensichtlich einer eine Kamera aufgestellt, die man normalerweise zur Wildbeobachtung nimmt, hat da ein, ich würde sagen, ein Nachtsichtgerät vorgeschaltet, weil das ist alles in so einem eigenwilligen Grünton gehalten, also so wie man das von der Armee kennt, wenn man so die Nachtsichtgeräte dort nutzt als Schütze oder Scharfschütze. Und dann ist das offensichtlich dieser Kamera vorgeschalten und es zeigt eigentlich erstmal dieses Feld und dann tauchen plötzlich fliegende Lichter auf. Die sind in dem Fall so ja Faust bis Handball groß und bewegen sich rhythmisch über diesem Feld in relativ geringer Höhe, so 2, 3 Meter darüber und das sieht so aus, als würden die Lichter tanzen. Also da das Erste, was mir dazu einfiel, die Elfen tanzen. Und im Rhythmus dieser Bewegung legte sich aber dieses Getreide und nach 30 Sekunden, dann brach die Aufzeichnung ab, war dann eine neue Formation entstanden. Also wirklich recht schnell und von einer Kraft, die man eben ja anhand dieser Lichter als Energie einstufen kann. Energie, die auch physisch wirkt, also in dem Fall auf die Pflanzen, aber eben nicht irgendwo ein Gerät oder gar Menschen oder menschenähnliche Wesen, die da was machen, sondern diese Plasmoiden scheinen intelligent oder bewusst zu sein und die verursachen dann offensichtlich diese Zeichen im Korn. Nun gibt es natürlich sicherlich auch solche menschgemachte Phänomene. Man könnte in dem Zusammenhang fragen, ja, warum in England zum Beispiel, uralte Kulturnationen, wir haben große Universitäten, wir haben Cambridge, wir haben Oxford, wir haben das Eton College. Also das sind doch Leute, die kennen sich mit sowas aus und die sollten doch auch die Möglichkeit haben, von der Technik her, vom Equipment her, sich einfach mal eine Saison dahinzusetzen und sagen, okay, wir sammeln einfach mal Daten. Das Problem an der ganzen Sache ist, wie so häufig, die Reputation dieses Phänomens. Man hat in den 80er bis Beginn der 90er Jahre tatsächlich von einigen Lehrstühlen, also gerade angewandte Physik und aber auch Leute, die sich mit Meteorologie beschäftigt haben, Leute, die sich mit Biologie, ne, also Pflanzenkunde beschäftigt haben, Leute, die auch im Bereich der Ernährungsforschung tätig waren, also gerade was so Nutzpflanzen anbetrifft, die haben sich schon mit diesem Phänomen beschäftigt und da gab es auch ganz interessante Forschungsansätze. Und da ist einer von den beteiligten Wissenschaftlern auf die Idee gekommen und hat gesagt, naja, es gibt offensichtlich so Mikrowirbelstürme, die aber aus elektrisch geladenen Teilchen bestehen und die sorgen dafür, dass also diese Pflanzen dann sich niederlegen und diese Muster im Getreide dann sozusagen entstehen. Das war jetzt von seiner wissenschaftlichen Ansatz her mal die Begründung. Man müsste natürlich dann spekulieren, warum entstehen da nicht irgendwelche wilden Löcher im Getreide, sondern warum stehen da diese wunderschönen Formationen? Für mich sind diese Kornkreise Landschaftskunst. Ja, also das muss man, die Piktogramme, das ist einfach Landschaftskunst. Die ist sehr fragil, die ist sehr zerbrechlich, die ist zeitlich sehr begrenzt eben auf die Vegetationsperiode, aber es ist einfach wunderschön. Und wer mal in einem solchen Kornkreis gestanden hat, der wird mir sicherlich dazu stimmen zu sagen, es ist einfach ein traumhaftes Gefühl, das aus der Nähe zu erleben. Und das Gefühl hatten offensichtlich auch die Wissenschaftler. Man hat das Phänomen Anfang der 90er sehr wohlwollend behandelt. Und dann kam die BBC mit zwei Rentnern. Und die zwei Rentner haben gesagt, ja, wir haben seit unseren Studienzeiten alle Kornkreise hier gefälscht. Und da sind wir bei so einem Thema, wo ich sage, seit dieser Zeit macht dieser Begriff der Hoaxer, also der Trickser oder der Fälscher die Runde. Ich sage, Leute, selbst wenn jemand sich da nachts hinstellt mit einer Rolle oder mit einem Brett und mit Seilen, so haben die beiden Kollegen das erklärt. Also sie wären dann immer mal abends hier, wenn sie gefeiert hätten, dann als Pub gekommen, da hätten sie wieder eine Idee gehabt und dann hätten sie es halt gemacht, so im Taschenlampenlicht. Ich sag mal so, wer es glaubt. Ja, okay. Weil kann man so sagen, kann man so nehmen, aber ja.
Die hatten ihre Aufmerksamkeit, die hatten ihre, also mehr als diese 15 Minuten Ruhm, von denen Andy Warhol ja mal gesprochen hat. Also die hatten ihre Aufmerksamkeit und es war sicherlich auch nicht finanziell zu ihrem Schaden. Aber ob sie wirklich die Verursacher dieses Phänomens in ganz Südengland seien, daran zweifle nicht nur ich, sondern auch sehr viele andere. Fakt aber war, mit dieser Argumentation der BBC hatte sich das wissenschaftliche Interesse komplett erledigt, weil jeder Wissenschaftler dann sagte, ja, wenn ich da das Ganze anrühre und dann gehe ich irgendwelchen Tricksern auf den Leim, ja, da ist meine Reputation im Eimer, wahrscheinlich mein Lehrstuhl und meine berufliche Zukunft sowieso. Und das brachte dann die ganze Sache zum relativ abrupten Ende Mitte der 90er. Und seit der Zeit sind es wirklich nur Privatgelehrte und Hobbyforscher, die sich damit beschäftigen. Also Leute, die wirklich das Geld nehmen und sagen, okay, ich will das wirklich wissen und auch die Zeit haben, das zu machen. Ansonsten von der akademischen Seite her gibt es also diese Erklärung, es ist Mensch gemacht. Es gibt noch ein paar andere Erklärungen, die aus meiner Sicht noch etwas abenteuerlicher sind. Also zum einen soll das liebestolle Igel sein. Also ja, die Igel dann beim Liebesspiel haben dann alles gemacht. Und andere haben gesagt, naja, die Formationen für Igel sind ja ein bisschen groß. Es sind liebestolle Rehe. Die haben das, also Rehe gibt es natürlich in Südengland, aber die haben das halt gemacht. Gut, ja, wenn das Wissenschaft ist, dann weiß ich auch nicht, aber okay. Jedenfalls, das ist so die offizielle Erklärung. Damit kam das alles zum Erliegen. Und wie gesagt, es blieb an Privaten hängen, das Ganze weiter zu dokumentieren und zu erforschen. Und natürlich gibt es diese menschgemachten Formationen, ohne Zweifel. Die sind teilweise sogar sehr gut und man kann da schon viel machen, aber erkennbar sind diese Formationen dennoch. Zum einen brauchen sie meistens mehrere Nächte zum Entstehen, bevor sie wirklich ihre ganze Schönheit erlangt haben. Zum anderen gibt es einige Zeichen in den jeweiligen Formationen, die darauf hindeuten, dass eben dort Menschen am Werk waren. Das heißt, die jeweiligen Pflanzen, ob es jetzt von der Getreideart her Gerste ist oder Roggen oder Weizen, was da auch immer ist, oder halt auch Raps im frühen Stadium, wenn es eben im April, Mai passiert, da sind diese Pflanzen meistens gebrochen und sterben ab. Bei den, ich sage jetzt mal, nichtmenschlichen Kreisen ist es etwas anders. Da sind die Pflanzen eben nicht gebrochen, sondern die sind an den Fruchtknoten einfach nur gebogen. Und zwar, dass sie eben nicht mehr senkrecht weiterwachsen, sondern waagerecht. Aber sie wachsen und reifen genauso wie der Rest des Feldes. Und theoretisch kann der Farmer die Pflanzen in diesem Kornkreis genauso ernten wie die anderen aufrechtstehenden Pflanzen. Es sei denn, jede Menge Touris sind vorher drüber weggetapst, dann funktioniert es natürlich nicht mehr. Ne? Und das ist auch der Grund, warum eben viele von den Farmern versuchen, die Leute draußen zu halten. Das ist ganz der Hintergrund. Weil es gibt nämlich trotzdem, auch wenn man das ernten kann und vielleicht der Verlust gar nicht so groß ist, gibt es dann so eine pauschalisierte Entschädigung von der Versicherung und teilweise sogar aus staatlichen Töpfen. Also es lohnt sich auch für den Farmer in der Hinsicht. Also wir haben dort zwei so Phänomene. Das eine, sagen wir, als Mensch gemacht, aus welchen Motiven auch immer, dass die Leute natürlich sich nicht zu erkennen geben, ist natürlich ebenfalls nachvollziehbar, denn sie haben ja eine Sachbeschädigung begangen. Und die ist auch im Vereinigten Königreich strafbar oder auch in Frankreich. Und genauso wie bei uns in Deutschland. Und da ist natürlich klar, dass die Leute sich dann eher zurückhalten. Na, man ist dann stolz darauf, was man gemacht hat, aber man tritt es im wahrsten Sinne des Wortes nicht breit, sondern freut sich eben an der Wirkung, die das Phänomen dann eben entfaltet. Die nichtmenschlichen Kreise haben dann teilweise auch noch andere Qualitäten. Also wir haben Formationen begangen mit unseren Gästen, wo, ich sage jetzt einfach mal, spirituell begabte Menschen teilweise mit Hilfsmitteln, also mit Wünschelrute, Pendel, Informationen empfangen haben, Energien messen konnten, Heilwirkungen festgestellt haben, wo Leute auch tatsächlich hineingegangen sind, die halt Probleme in gesundheitlicher Hinsicht hatten mit dem Rücken, mit den Gelenken und dort eine tatsächlich auftretende, wirkungsvolle Verbesserung des Gesundheitszustandes nachvollziehbar war. Wobei das nicht nur unbedingt an diesen Kornkreisen gebunden ist, sondern es gibt halt in Südengland auch einige recht interessante Formationen. Ich hatte vorhin Avebury erwähnt, diese großen Steinkreise oder dieser große Steinkreis, muss man sagen, von Avebury. Da gibt es einige Steine, die da aufrecht stehen, die sind Schalensteine. Und die sind auch mit heilerischen Qualitäten ausgestattet. Wir hatten dort mal das Vergnügen, das war 2015, da haben wir einen jungen Mann getroffen, dem ging es gar nicht gut. Der hatte richtig Zahnschmerzen, es war am Sonntagnachmittag. Und er hat natürlich dort alles und jeden gefragt, wo der nächste Zahnarzt ist. Und ein Einheimischer hat ihm dann gesagt, ja Junge, wenn du einen Zahnarzt brauchst, Sonntagnachmittag, ja, London hier, 120 Meilen,
Da findest du auf jeden Fall jemanden, aber nicht hier in der englischen Countryside. Also da ist nichts. Ne? Es sei denn, sagt er, wenn es wirklich dringend ist und ja, du siehst nicht so gut aus, weil er hat wirklich stark geschwollene Wange, mit deiner Backe geh mal darüber an den Stein. Siehst du da oberen Drittel die Vertiefung, da legst du die Wange rein, so lange bis die Schmerzen aufgehört haben. Ja, er war so verzweifelt, er hat dann eben dem Ratschlag des Bauern da Folge geleistet. Eine halbe Stunde später haben wir ihn wieder gesehen. Putzmunter, die Schwellung war weg, die Schmerzen waren weg. Also der Stein hatte dort offensichtlich auch Heilqualitäten. Andere wirken dann eben so gegen das Zipperlein, wenn man Gicht hat oder Probleme mit dem Rücken. Die Einheimischen nutzen das bis heute. Es gibt auch Steine, die gegen Unfruchtbarkeit helfen sollen. Also das ist so ein altes Heilwissen, was dort noch in der Bevölkerung nach wie vor bekannt ist. Aber auch, wie gesagt, einige dieser Formationen, dieser Kornkreise oder dieser entsprechenden, sagen wir mal, Abbildungen, weil nicht nur die Kreise, sondern eben die Piktogramme, die haben offensichtlich auch solche Qualitäten. Das sind aber eindeutig immer die nicht menschgemachten. Also die, wo man sagen kann, okay, das sind die Halme entsprechend gelegt. Und interessanterweise wirken manche dieser Formationen, wenn man sie aus der Luft sieht, als wären sie so dreidimensional. Dieser Effekt wird dadurch herbeigeführt, dass die Halme teilweise noch ineinander verwoben sind, so wie das ein Mädchen macht, was sich sein langes Haar zu Zöpfen flicht. So ungefähr kann man sich das vorstellen, ist das Getreide dann ineinander verwoben. Und das sind natürlich Dinge, die macht man nicht nachts bei Taschenlampenlicht, sondern da sind andere Kräfte im Spiel. Und da ist natürlich die große Frage, wer oder was ist da zuständig? Und vielleicht warum jetzt? Aber diese Frage, warum jetzt, greift eigentlich zu kurz. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, das Phänomen begleitet uns eigentlich seit Menschengedenken. Es gibt bereits aus der Steinzeit gibt es Zeichnungen und es gibt hier in Deutschland eine sehr interessante und auch, sagen wir mal, sehr aktive Gruppe, diese Forschungsgesellschaft zur Erkundung des Kongress-Phänomens, die FGK, die sich dort mit diesen Themen beschäftigt. Die haben wunderschöne Ausstellungen da schon dazu organisiert und die vertreten eben auch die Meinung, dieses Phänomen begleitet uns seit dem die Menschheit sich entwickelt hat. Und da sind offensichtlich andere Kräfte da, die sich mitteilen wollen. Und ob die jetzt außerirdischer Natur sind, ob es parallele Welten sind, das halte ich eher für glaubhafter oder für nicht glaubhafter, sondern einfach für nachvollziehbarer. Ob es vielleicht Besucher aus der Zeit sind, das ist ebenfalls eine Möglichkeit. Darüber kann man sicherlich diskutieren, aber es sind definitiv an bestimmten Teilen oder bestimmten Orten unseres Planeten solche Kräfte am Wirken. Und in Südengland offensichtlich ganz besonders. Man hat natürlich Meldungen aus anderen Regionen des Planeten, wobei man aber immer sagen muss, die sind im Vergleich zu den englischen Formationen immer in der Minderheit. Also wer das interessiert, schaut einfach mal beim Crop Circle Connector rein, stolpert mal durch die ganzen Jahre und dann werdet ihr einfach mal sehen, so prozentual, was ist in Südengland passiert, was ist woanders passiert. Meines Erachtens ist es so, das Zentrum dieser ganzen Geschichten liegt tatsächlich in Südengland, hat aus meiner Sicht aber auch einen ganz konkreten Hintergrund, denn ich persönlich kenne keinen anderen Bereich in Europa oder auch den Gegenden in der Welt, wo ich mich schon herumgetrieben habe, der so von menschlicher Aktivität geprägt ist, seitdem, was man so als Steinzeit bezeichnet, wie eben Südengland. Und da gibt es, wenn man eine normale Wanderkarte nimmt, gibt es jede Menge von diesen Cairns, also den Hügelgräbern, von Dolmen, von Steinsetzungen, von diesen Barrows, also diesen langen Steins. Zeitlichen das größte Bauwerk der Bronzezeit gewesen sein soll. Unter dem befindet sich, das ist inzwischen auch offiziell, eine aus einfach gebrannten Adobe-Ziegeln errichtete Stufenpyramide. Man wollte die sogar freilegen zwischen 2009 und 2011, hat sich dann aber an das englische Wetter erinnert und hat gesagt, nein, wenn wir die schützende Gras- und Erdschicht runternehmen, dann einfach gebrannte Ziegel, die halten nicht lange, da haben wir innerhalb von 5 Jahren nur einen Schlammhaufen hier liegen und das wollen wir eigentlich nicht, also lassen wir das Ganze da drunter. Also diese Formationen gibt es auch und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Teil, der heute eben Südengland ist, in alten Zeiten, vielleicht in einem vorangegangenen Weltzeitalter, eine Art heiliger Bezirk war, wo unsere Vorfahren mit Kräften aus anderen Dimensionen, aus anderen Welten oder vielleicht sogar aus der Zukunft kommuniziert haben. Denn die Bauten, wie zum Beispiel Stonehenge oder Avebury, die erinnern teilweise an solche Piktogramme im Korn. Möglicherweise hat man da so eine Art Zwiesprache über die Geometrie gehalten, also über Zeichen, über Symbole, wo man sich miteinander
verstanden hat. Und momentan läuft diese Kommunikation immer noch, allerdings nur als Einbahnstraße, also von der anderen Seite zu uns. Und dass ich jetzt das Thema Außerirdische, wo es auch genügend Piktogramme gibt, die also so die kleinen Grauen zeigen, dass ich das jetzt nicht so in dem Sinne werten würde, es sind die, die von Lichtjahre entfernten Galaxien zu uns kommen, hat aus meiner Sicht den Hintergrund, wenn die Kollegen da Lichtjahre weit durchs All fliegen und dann wollen sie sich zwar kennengeben und sie machen das ausgerechnet nur in Südengland. Mhm. Nicht irgendwo weltweit, sie landen nicht vom Kapitol, sie landen nicht auf Roten Platz, hat ja sogar der Haust geschafft damals in den 80ern, ne? Also warum nicht die Außerirdischen? So, warum ausgerechnet Südengland? Und warum in ländlicher Gegend? Und warum immer nur im Kornfeld? Also gibt ja die Geschichte, ich stehe im Bett im Kornfeld, ne? Da ist immer Platz, aber ja, nee, also das als Erklärung passt mir das nicht so richtig. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir es hier mit Wesenheiten zu tun haben, die von den Kelten bereits beschrieben worden sind in ihrer Mythologie, nämlich Wesen aus einer anderen Welt, also einer parallelen Dimension, einer parallelen Welt, die aber mit unserer verbunden ist. Und interessanterweise geben viele dieser Piktogramme Hinweise auf Ereignisse, die hier in unserer Welt stattgefunden haben oder stattfinden können. Ja, also von Meteoriteneinschlägen, über Naturkatastrophen, über kriegerische Auseinandersetzungen, über Industrieunfälle wie eben Tschernobyl oder Fukushima. Da gibt es natürlich Formationen, die im Nachhinein, muss man sagen, so interpretiert worden sind, die aber, wo ich aber eigentlich sagen würde, diese Interpretation erscheint sinnvoll. Also das ergibt ein Bild. Und möglicherweise sind unsere Dimensionen, unsere Welten ja dergestalt miteinander verbunden, dass wenn wir hier auf dem Ast sägen, auf dem wir halt sitzen, momentan sind wir wieder mal ganz toll dabei, ne, das zu machen. Ich denke nur an Ukraine, ich denke nur an Nahost und an all das, was da im Hintergrund brodelt, dann betrifft das möglicherweise auch die Kollegen da nebenan. Und sie werden genauso mit Leidenschaft gezogen wie wir und sagen, ja Freunde, das wollten wir aber nicht. Hier geht mal mit eurem Planeten etwas sorgsamer um. Kümmert euch mal ein bisschen mehr um eure Welt und um euch selber und mehr als euch das zeigen, das können wir jetzt nicht, aber wir machen es zumindest. Das wäre für mich eine Erklärung. Ja, aber wie gesagt, das ist eine unter vielen. Wie gesagt, es gibt aus meiner Sicht durchaus jede Menge an menschgemachten Formationen, aber eben mindestens genauso viele, die halt nicht menschlicher Natur sind. Und das ist das Faszinierende an der Geschichte. Und die Wandelbarkeit dieses Phänomens. Wenn man sich die Bilder anschaut, wenn man die Entwicklung dieses Phänomens sich betrachtet, über die Jahrzehnte, die Jahrhunderte, es gibt, ich hatte es vorhin erwähnt, aus steinzeitlicher Sicht solche Formationen, solche Darstellungen. Es gibt Beschreibungen aus der Antike, also aus der Zeit der römischen Besatzung Britanniens. Es gibt Beschreibungen aus dem Mittelalter. Und natürlich haben sich die Erklärungen für das Phänomen immer gewandelt. Zu antiken Zeiten waren es halt die Götter, ja, die römischen Götter, die sich da halt ausgetobt haben. Ja, das Pantheon, das gab ja einiges her. In christlicher Zeit, ja, natürlich, es war der Teufel, weil da wurden Saaten zerstört, da wurden irgendwelche komischen Bilder da, irgendwelche Abdrücke sich da manifest. Und das konnte natürlich nichts Göttliches sein, das musste was Dämonisches sein. Und diese Betrachtung hat eigentlich so bis ins 18. Jahrhundert, bis zum Beginn der Aufklärung vorgeherrscht. Dann hat man das Ganze versucht, rational zu fassen, weil die Aufklärung, dort hat sich ja leider Gottes nicht das Bild eines Rousseau und eines Voltaire durchgesetzt, sondern eher das eben eines Descartes, dieses mechanistische Weltbild. Und dieses mechanistische Weltbild, was wir heute ja in vielen Bereichen noch haben, selbst in unserer Medizin, ne, also deswegen zischt man ja Organe und solche weiter, ne, also nach dem Motto, leb wie du willst und hau dir die Kalorien rein und irgendwann macht dein Herz, oh, bin dein Herz nicht mehr mit. Macht und deine Leber kein Problem. Wir haben ja Ersatzteile, ne? So, wie beim Auto. Ne? Also dieses Mechanistische, das passt natürlich nicht. Aber trotzdem beherrscht es nach wie vor unser Denken. Es ist immer noch das Paradigma, auch wenn es sich momentan wandelt, aber immer bis jetzt ist es noch. Und mit diesem Paradigma konnte man dieses Phänomens der Kornkreise oder dieser Piktogramme da im Getreide nicht Herr werden. Damit konnte man es nicht erklären. Deswegen hat man es erstmal der Vergessenheit angegeben, die Beschreibungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind relativ spärlich, werden meistens so als Kuriosum erwähnt, teilweise eben noch mit diesem religiösen Hintergrund, also irgendwelche teuflischen oder dämonischen Sachen, so aus der viktorianischen Zeit, da kam das ja dann doch mal wieder hoch. Und erst in den modernen Jahrzehnten, also wie gesagt, seit den 60er, 70er Jahren, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, gibt es dann breiteres Interesse an diesen Phänomenen, natürlich auch unseren Medien geschuldet, der Verfügbarkeit der Informationen. Und erst seit dieser Zeit gibt es eben auch die verschiedensten Erklärungsansätze. Aber
das sollte eben nicht dazu verleiten, zu sagen, das Phänomen ist modern oder es sind eben nur Leute aus unserer Zeit, die das sowas machen. Ne, das begleitet uns schon seit geraumer Zeit. Und deswegen denke ich eben, dass es tatsächlich Botschaften aus einer anderen Welt sind. Vielleicht auch aus einer anderen Zeit, vielleicht aus unserer Zukunft. Wer will es genau wissen? Aber da ist so viel noch zu entdecken im Detail, auch was diese einzelnen Piktogramme vielleicht an Botschaften überhaupt bergen, wie man die lesen kann. Da gibt es hochinteressante Ansätze, wer sich damals beschäftigt, einfach mal bei Amazon Kornkreise eingeben oder Crop Circle, wenn man die englische Literatur haben möchte, gibt es jede Menge an interessanten Werken. Ich will jetzt keins speziell empfehlen, einfach schauen, was so dem eigenen Geschmack entspricht. Auf jeden Fall lohnt es sich, in dieses Thema einzuarbeiten, weil das ist eines der Phänomene auf dieser Welt, die tatsächlich noch ungeklärt sind. Und das Schöne an der ganzen Geschichte, man hat es sozusagen vor der Haustür. Es ist nur eine reichliche Flugstunde entfernt, wenn man nach Südengland fliegen will. Und man hat die Zeit zwischen April und September oder Ende August auf jeden Fall, wenn man sich intensiv mit diesem Phänomen befassen will. Also da lade ich jeden dazu ein, das zu machen. Und wie gesagt, wir packen jede Menge auch an Beschreibungen hier unter das Video hin, damit man auch sozusagen das Handwerkszeug hat, um sich vor Ort dann zurechtzufinden. Du, ich habe noch eine Frage. Du hast gesagt, diese eine Beobachtung stammt von einer Kamera. Das hat aber nicht der Mensch beobachtet, das war nur die Kamera. Hat Es war nur die Kamera. je ein Mensch live miterlebt, wie sowas entstanden ist? Weiß Also man? ich kenne keinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will da nicht hier das Wissen für mich komplett in Anspruch nehmen. Vielleicht schreibt es in die Kommentare, ne, wer da Informationen hat. Vielleicht gibt es da Berichte, dass jemand sagt, vor mir ist sowas passiert und da war irgendwer unterwegs oder irgendwas hat das Ganze gemacht. Also ich selber kenne keinen persönlich, der sagen könnte, ich habe jetzt gesehen, wie vor meinen Augen eine solche Formation entstehen würde. Und selber, wie gesagt, haben wir auch nur diese beiden im Gespräch beschriebenen Vorfälle gehabt, dass wir eben in relativ kurzen Zeitabständen am hellerdichten Tag solche Formationen gesehen haben, dass sie plötzlich entstanden sind, ohne dass eben jetzt jemand erklären könnte, wann genau und wie die entstanden sind. Sag, und ich erinnere mich, wir haben ja über die Kristallschädel auch gesprochen und da gab es ja auch so einen Connex zu einem Kornkreis. Magst Ja, du das das ist. noch kurz erzählen? Weil das ist so eine schöne Ja, Geschichte. klar. Das ist 2009 passiert, aber vielleicht kurz nochmal eine Erklärung. Ich hatte ja erwähnt, dass Südengland oder überhaupt England so überzogen ist mit prähistorischen Bauwerken und auch teilweise noch Bauten, die noch nicht freigelegt worden sind. Dann das, was wir jetzt von Stonehenge zum Beispiel sehen, was so weltberühmt ist, ist offensichtlich nur das Modell des eigentlichen Stonehenge, was unter der Erde liegt und 18 Mal größer ist. Das haben die Kollegen vom National Heritage Trust, die jetzt in den letzten 15 Jahren das Gelände um Stonehenge aufgekauft haben und jetzt mit Bodenradar und anderen Methoden das Ganze vermessen, haben die herausgefunden vor 2 Jahren. Und jetzt geht es darum, eben die entsprechenden Genehmigungen zu beschaffen, um das Ganze auszugraben. Wird sicherlich noch interessant, wird noch lange dauern. Jetzt ist die Frage, woher kommt dieser heilige Bezirk? Wo gehörte der dazu? Und da habe ich so eine Idee. Es gibt im britischen Bereich und auch im Bereich der Niederlande eine Forschung, die beschäftigt sich mit Doggerland. Doggerland ist hier im deutschsprachigen Raum eher weniger ein Begriff. Wir kennen den Begriff Doggerland oder Doggerbank eigentlich nicht. Es gibt eine Band, die machen so ein bisschen Folk und Shanty und solche Sachen. Ich nenne jetzt mal nicht den Namen. Die haben ein Lied über Doggerland gemacht. Das ist das Einzige, was du halt in der Popkultur dazu findest. Wir sagen zu dem Gebiet normalerweise Skagerrak. Also die Schlacht bei Jütland im Ersten Weltkrieg 1916, die große Kreuzerschlacht oder Panzerschiffschlacht zwischen England und Deutschland. Da sagen wir dazu, es war die Schlacht vom Skagerrak. Die Engländer sagen, es war die Schlacht von der Doggerbank. Weil Doggerbank, das ist halt die britische Interpretation. Und deswegen, weil eben die Doggerbank und die Nordsee sehr verbunden ist mit England, da hat man sich mit diesen Phänomenen dort beschäftigt und festgestellt, das, was heute die Nordsee ist, war ursprünglich das Herz des alten Europa. Das war alles mal Land, bis vor ca. 10.000 Jahren. Und dort, und das ist bemerkenswert, gab es nicht nur steinzeitliche Jäger und Sammler, da gab es in späteren Zeiten auch Städte, da gab es weit vor der römischen Zeit ein ausgebautes Straßennetz. Und diese Städte, die heute alle auf dem Grund der Nordsee ruhen, die hatten keine Mauern.
Es war also eine sehr friedliche Zeit. Mhm. Und eine Zeit, wo also offensichtlich dort in Doggerland Handel und Wandel blühte. Und wir haben damit eine Zivilisation älter als all das, was wir bisher kennen. Das begründet auch das zurückhaltende Herangehen der britischen und niederländischen Forscher, weil die sind eigentlich dabei, die europäische, vielleicht auch die Geschichte der Welt umzuschreiben. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Rücksicht für die Kollegen nehmen. Wir korrespondieren aus verschiedenen Gründen seit etlichen Jahren mit den Kollegen und die haben also festgestellt, dass Mammute sozusagen als Haustiere bei den Doggerländern verwendet wurden, ganz ähnlich wie in Thailand oder Sri Lanka Elefanten. Hat die für schwere Arbeit benutzt. Es gibt aber Hinweise, dass die Doggerländer nicht nur Mammute domestiziert haben, sondern auch Saurier. Da sagen die Kollegen, ja, da gibt es aber noch ein paar DNA-Tests und wir müssen das wirklich wissenschaftlich, ne, wasserdicht machen. Aber zu 99,9% können wir sagen, die lebten auch mit bestimmten Saurierarten. Schon mal interessant. Und wie gesagt, eine friedliche Hochkultur, die dann aber vor circa 10.000 Jahren bei dem Ende der letzten Eiszeit einen Großteil ihres Landes verloren hat. Das ist das, was in allen großen Eben weltweit eine Rolle spielt. Das, was wir als Sintflut kennen. Das ist das, was auch den Untergang der Atlantis auslöste. Und ich gehe davon aus, dass dieses Doggerland eines der 10 atlantischen Königreiche gewesen ist. Und möglicherweise in diesem Teil des atlantischen Königreiches gab es vielleicht einen heiligen Bezirk und der wäre dort, wo heute Südengland ist, anzusetzen. Und dort gab es wahrscheinlich diese Dimensionstore, diese Verbindungen mit anderen Welten, mit anderen Wesen. Und das Ganze ist in Rudimenten bis heute noch erhalten. Das eigentliche Doggerland, wie gesagt, ruht auf dem Grunde der Nordsee und dort ist noch viel an Informationen, an Funden zu erwarten. Die erste Ausstellung zu Doggerland gab es und gibt es aktuell. Da geht es um das steinzeitliche Doggerland. Das ist so der Ansatz unserer Kollegen aus England und aus den Niederlanden, das sozusagen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Wir waren 22, also vor letzten Jahr waren wir in Leiden. In dieser Ausstellung war hochinteressant zu sehen. Die ist auch ganz didaktisch, ganz geschickt gemacht. Also sie lassen sich da wirklich alle Türen offen. Hat unwahrscheinlich interessante Funde, sowohl Tier als auch Menschen, als auch eben Dinge, die man halt an Werkzeugen gefunden hat. Und vieles ist da noch nicht wirklich einordnenbar. Sie sagen das auch ganz offen, dass sie am Anfang stehen und wie gesagt, haben damit aber auch den Spielraum, den Ansatz weiterzubringen, zu sagen, ja, es waren eben nicht nur die Mammute, sondern schaut mal, da sind noch befestigte Straßen. Und wenn es solche Straßen gab, dann muss es doch irgendwas anderes gegeben haben. Guck mal, da gibt es Städte. Also es ist ein ganz vorsichtiges Herangehen, aber aus meiner Sicht ein sehr vielversprechendes. Und das dürfte die Erklärung sein, wo dieses Phänomen vielleicht einzuordnen ist, nämlich in dieser Doggerland-Kultur, dass das dort mal eine große Rolle gespielt hat in diesen heiligen Bezirken. Und dass es eben heute nur noch rudimentär funktioniert. Und einmal, mit den Kristallschädeln, weil du das angesprochen hattest, den ersten, diesen kleinen schwarzen Kristallschädel, den Kautemoc, den hat mir ein Unbekannter da in einem dieser Kornkreise 2009 übergeben. Das war damals die einzige Formation, die es sozusagen in die überregionale Presse geschafft hatte. Das nannte man eine portugiesische Galeere, also ein Abbild einer großen Qualle. Die war 180 Meter lang und oben circa 70 Meter breit. In diesem Schirm. Und dort bin ich mit diesem Fremden ins Gespräch gekommen und da hat er mir auch dann später den Kristallschädel ausgelegt. Also das war faszinierend, dass das ausgerechnet in so einer Formation, also in so einem Piktogramm, in so einem Kornkreis passiert ist. Ja, also wir werden unser Gespräch dazu auch unterhalb verlinken. Also wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich das Gespräch gern anhören. Ich danke Genau. dir, war wieder so interessant. Für mich sind die Kornkreise einfach schön und sie berühren mein Herz. Also ich habe da nicht dieses Hintergrundwissen, aber die berühren mich. Ja, Ja, also das hat so eine ganz eigene Ästhetik. Ja. da stimme ich da vollkommen zu. Selbst Leute, die sich mit dem Thema überhaupt noch nicht beschäftigt haben, sind einfach angetan, sind wirklich berührt von der Schönheit, von der Form, von dieser Sprache sozusagen, dieser Formsprache der Piktogramme. Die Ja. sind, egal, ob ich jetzt mich wirklich grenzwissenschaftlich oder spirituell interessiere oder ob ich einfach nur mir das mal anschaue und sage, wow, das ist einfach toll aus. Ja? So wie ein schön gestaltetes Gemälde die Sinne berührt. So ungefähr kann man sagen, machen es auch diese Piktogramme. Ich danke dir, war wieder ganz, ganz Danke wertvoll. dir. Danke, danke, danke. Ja, und danke dir fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs dich begeistern lassen. Und ja, danke noch einmal. Alles Liebe dir.
Ja, ganz großen Dank an unsere Zuschauer und ja, eine schöne Vorweihnachtszeit, ja, wann das auch immer angeschaut wird hier, ja, aber bei uns jetzt, wo wir es aufnehmen, geht's auf Ja, Weihnachten. danke dir. Danke.